Hallo Freunde, ganz herzlich willkommen zu einem neuen Indie-Horror-Spiel. Ja, wir spielen The Lost Souls. Das Spiel gibt's auf Steam für 2 Euro und gemacht ist es mit dem FPS-Creator. Soll nicht so lange dauern, deswegen können wir das wahrscheinlich in einem Part durchspielen. Und los geht's. I do not understand what's happening. Okay, ich verstehe nicht, was hier abgeht. Ich kann mich nicht an meinen Namen erinnern. Ich kann mich nicht erinnern, wer ich bin. Ich will nur eins. Weg von hier. Okay. Wir müssen entkommen. Oh. Kapitel 1. Willkommen zu Hause. To view current information, press M. Oh. Okay. 1. Finde einen Eingang zur Kirche. 2. Finde den Schalter. 3. Öffne alle Türen. 4. Finde einen Zugang zum Dungeon. Okay. Alles klar. Können wir hier auch irgendwie... Ah! BSD, Movement, F, Action, M, Objectives, C, Sitzen. Alles klar. So, hier müssen wir wohl rein. In diese Kirche. Oh, ist ein schöner Friedhof. Perfekt für die Halloween-Party. Oh, dieser Wind. Ich bin taub. Kann ich hier rein? No. No. Hallo, warum leuchtest du? Um die Geheimtür zu öffnen... Hallo? Um die Geheimtür zu öffnen, gib die Nummern in der umgekehrten Reihenfolge ein. 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, irgendwo hat sich eine Tür geöffnet. Hier, ah, hier hinter mir. Okay. Da ist ein Schalter. Und, ah, wer ist das denn? Hi, tust du... Komischer Monster-Seppel. So, ist das ein Lunchpaket? There's nothing... Das ist alles unwirklich. Ich werde verrückt von dem heulenden Wind. Ich fühle keinen Wind, kein Gras. Es ist, als wäre ich tot. Aber ich kann alles sehen und alles hören. Alles ist tot. Dieser Ort machte mich wahnsinnig. Okay. So, wir haben den Switch umgelegt. Haben wir jetzt... Schnauze, ihr blöden Krähen! Haben wir jetzt Zugang zur Kirche? Ich denke, hier können wir nicht durch. Nope. Okay. Reinkommen wir schon mal. Hallo! Und... Oh. Hey, das Fenster ist ja cool. Cool gemacht, doch, muss ich sagen. Für FPS-Creator sieht das nicht schlecht aus. Da liegt wieder was. Ich habe den Zugang zu einer Kirche gefunden, aber die verdammte Tür will sich nicht öffnen. Ich muss eine Lösung finden, um nach unten zu gelangen. Vielleicht ist das Geheimnis im Buch der Kirche versteckt. Ach, welch bedeutungsschwangerer Satz. Vielleicht ist das Geheimnis im Buch der Kirche versteckt. Ist das hier? Oha. You decide to find the answer in the book to say the word quickly. But first to solve it. Ah, sind das für fiese Soundeffekte? Meine Ohren. Punepo. Ah, muss ich wieder umgekehrt eingeben. Open up. Open. Mit Leerzeichen? Ich mach mal ohne. Up. Okay. Geht so. Was hat sich jetzt getan? Alles klar, da ist es offen. Runter in den Dungeon. Apparently someone has already been. Also scheinbar war schon mal jemand hier. Ich habe verschiedene Notizen gefunden, die besagen, wie man die Türen zum Dungeon öffnet. Nun habe ich Hoffnung, dass ich diesem verfluchten Ort entkommen kann. Oh, hi. Ist mir runtergefallen. Können wir eigentlich speichern? Normal geht es in diesen FPS-Creator-Spielen immer. Ja. Vor allem können wir permanent speichern. Das finde ich ganz besonders gut. Okay. Hat er gespeichert jetzt? Wunderbar. Perfekt. So. Kapitel 2. Wir sind bereits in der Hölle.
Wahnsinn, warum schickst du mich in die Hölle? Und alle, Hölle, Hölle, Hölle. Okay. Ist das wieder? Wieder was zum Lesen? X. Ich habe keine Ahnung, was mich hier erwartet. Ich werde nach unten gehen. Ich denke, es ist hier ein riesiger Tempel unter der Kirche. Aber es ist nicht so einfach, wie es scheint. Wahrscheinlich ist dieser Ort used by Sinister. Was heißt doch gleich Sinister? PG. Egal. Rechts, links, geradeaus geht nicht. Gehen wir links. Kommen wir hier durch? F. Hallo? Alter. Und ich muss wirklich sagen, es sieht schon ganz nice aus. Kann man nicht mal meckern. Okay, ein Obelisk. You lived and you were born. Du lebst und du wurdest dort geboren. Du wirst dich immer an diesen Ort erinnern. Die Antwort kann im Spiegel betrachtet werden von einer Person, die ein reines Herz hat. Die kann sie sehen. My home. Okay. My home. Geht, ne? Mit Leertaste. Home. Auch nicht. Vielleicht muss ich den anderen erstmal öffnen. Vielleicht gibt es da auch noch einen Zugang. My home is my castle. Mein Heim ist mein Kassler. Ist noch so ein Phallus. You're not appreciated and you don't need it. You lose it. The answer seems in a mirror. My... Luosium. My soul. My soul. Nix. Obwohl, warte mal. Ich gebe mal Z statt Y ein. Mütz Soul. Aha, da habe ich was gehört. Okay. Das Spiel kommt natürlich aus einem anderen Land, wo das Tastaturlayout ein bisschen anders ist. Da ist das Z, wo bei uns das Y ist. Wow, dass mir das überhaupt eingefallen ist. Auch der Herr Dattel hat manchmal einen lichten Moment. Also statt Y... Ah! Fuck you! Okay, hoch. Okay. Lass mich raten, auf der anderen Seite muss man wahrscheinlich auch so einen Switch aktivieren, um... Nehme ich mal an... Hier reinzukommen? Möglich. Wenn ihr euch wundert über die Balken oben und unten, obwohl kann sein, dass ich die in der Nachbearbeitung wegmache. Das Spiel hat zwei fette Balken oben und unten. Das nicht so nett aussieht. Ich werde die aber in der Nachbearbeitung wegmachen. You lived and you were born, genau, my home, also MZ Home. Yes, sir. It is. Hallo, wer bist du denn? Oh, ist wirklich hübsch. Das gefällt mir. Ein weiterer Schalter. Frag mich nicht, wo das Licht herkommt. F. Klick. Alright. So. Solange mich jetzt nichts anspringt und ich hier ganz gemütlich weitergehen kann, bin ich schon zufrieden. So, hier ist offen. Was hat sie gesungen? Darling, ich komme. Schöne Stimme hast du. Okay. I find a temple in the dungeon. A startling voice is in my mind. I need to move in search of entrance. Okay. Ich habe einen Dungeon gefunden oder einen Tempel im Dungeon. Ich höre Stimmen in meinem Kopf. Ich muss einen Ausgang finden. So, jetzt speichern wir vorher nochmal. Zack. Ja, Slot 2. Wir haben hier genug. Kapitel 3. Mercy. Gnade. Hi, wer bist du denn? Aphrodite?
Was singt sie denn? Dani, Dani Sahne. Ja, ja. We need 3 artifacts. Wir brauchen 3 Artefakte. Die hat wirklich meinen Namen gesungen. Dani. Ist ja cool. Das Spiel ist für mich gemacht. So. Oh, cool. Das heißt, noch 2. Wer bist du? Hi, Knochenkopf. Press F. Ach, wir saufen dem seinen Wein weg. Er hatte wenigstens einen schönen Tod, so richtig hackedicht. Okay, ach nee, jetzt sind wir auch noch voll. Ich glaube, das war keine gute Idee. Alter, was ist hier los? Oh, nee. Ich hoffe, dass das jetzt nicht das ganze Spiel übergeht. Ah, ein zweites Artefakt. Gib, 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 gib. Danke. Wir sind hacke voll. Hi. Okay. Oh, schön. Wir sind wieder nüchtern. Ja, yeah, schön. Seht ihr das auch? Das sind Gesichter in den Wänden. So, Totenschädel. So, cool gemacht. So, hier geht's nicht weiter. Junge, nimm doch beim nächsten Mal eine Taschenlampe mit. So, ah, hier ist jetzt offen. Schön. Ein Artefakt brauche ich noch. Ich speichere lieber nochmal. Save the game. Slot 3. Hallo Quasimodo! Du auch hier unten. Schön. Okay. Da ist wieder so ein Gesicht in der Wand. Hallo, ich laufe, ich laufe. Ich hab dich nicht gesehen. Hab dich nicht gesehen. Hab dich nicht gesehen. Wohin? Ist auch noch ein Labyrinth hier. Fuck! Oh nee, Switches. Klack. Ich hab keine Ahnung, wo. Da läuft der! Da läuft der! Da ist es! Ah! Scheiße, jetzt muss ich den Schalter noch aktivieren, um die Tür zu öffnen. Fuck you! Gib, 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 gib. Okay. Oh, da ist noch einer. Scheiße. Scheiße. Klick. So, zurück. Drittes Artefakt. Gib, 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 gib. Yes, sir! Speichern! Schnell speichern. So, wo muss ich jetzt hin? Muss ich zurück? Wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Schau ab. Ich hau ab. 3 Artefakte. Hat sich jetzt wieder irgendwas geöffnet hier? Ich hab keine Ahnung. Ich geh nochmal hier schauen. Hier nicht. Hier ging's auch nicht weiter. Ich denke, ich muss wieder die Treppe nach oben. Hauptsache, der läuft mir nicht hinterher. Darf ich nochmal trinken? Keine gute Idee. Don't drink and play, Kinder. Gut, gehen wir mal nach oben. 3 Artefakte. Ich denke, ich muss die dahin zurückbringen. Auf diesen Tisch in der Kapelle hier. Press F to take the artifact. Ach, creating, ich muss. Ah, so, gedrückt halten. During the transition from this world to another, the mirror slips from my hand. I need to find it quickly. Was? Spiegel ist mir aus der Hand gerutscht. Ich muss ihn finden? Okay. Hallo! Wo sind die ganzen Knochenkoppies hier? Ich mag den Stil des Spiels. Das ist alles so surreal. Irgendwie gefällt's mir. Kapitel 4, die letzte Hoffnung. Mal saven. So. Jetzt haben wir genug Slots hier gemacht. Guck mal her. So, ich glaube, hier sollten wir nicht unbedingt... Obwohl, das sind Treppen, die führen nach unten. Wir können ja tauchen, haben wir vorhin schon bewiesen. Aber ich glaube, hier ist es nicht so... To view current... Oh, muss ich wieder was drücken. 1, finde ein Artefakt. 2... Geh nach Hause. Okay. Wenn es so einfach ist. Was macht diese komische Musik hier? Vorne leuchtet irgendwas. Ganz hell. Das ist wohl der Spiegel. Natürlich muss ich wieder tausende von Schaltern finden.
Ich meine, die Rätsel, die sind eigentlich immer die gleichen. Das kann man auch nicht mal Rätsel nennen. Das ist total easy, aber ich find's immer so schnell zum Durchrushen. Es kommt auf jeden Fall wenig Frust auf. Ich hoffe, das sind die einzigen zwei. Gott. Ist hier Radio Al Jazeera oder was? Hey! Och nee, war ja klar, dass das Ding bewacht wird von diesem Penner. Ist das derselbe wie vorhin? Ich glaube ja. So, ich save hier nochmal. Überschreiben wir einfach mal den letzten Spielstand. Kann ich jetzt hier rein? Nö. Es sind noch mehrere dieser dummen Schalter, ich hab's gewusst. Hä? Aber wo? Hier unten sind Treppen. Ist da irgendwo noch eine Tür? Ich könnte mir vorstellen, dass hier... Weil deswegen sind hier Treppen, dass hier noch die Unterwasserschalter sind. Also, ha, tatsächlich. Und ich denke, wir können nicht ewig lang hier unten bleiben, sonst... Ach, du Heilige. Cool. Ist nicht schlecht gemacht. Ich bin verwundert, dass man doch so viel mit dem FPS-Creator machen kann. Wenn man das nötige Talent besitzt, was viele aber nicht haben, wie man an vielen Trash-Spielen sehen kann. Okay, schön, dass der auch alleine nach oben schwimmt, ganz selbstständig. Oh, Vorsicht. So. Warte mal. Wir sind hier hoch. Ich bin nicht sicher, ob ich hier einen übersehen habe. Oh, das scheint der einzige zu sein. Ich guck mich trotzdem nochmal um. Nö, ist der einzige. Ist auch nur dieses eine Schwimmbecken. Ich dachte die ganze Zeit, das sind zwei, aber die haben einen Durchgang. Okay. Dann dürfte die Tür jetzt offen stehen. Jawohl. Die hübschen Frauen, die nackten, stehen Spalier für mich. Ja, Tür steht offen. Saven. Ja, ich mache hier Permasave. Will nichts riskieren. Finde ich nicht gut, dass der hier, Hi. Ja, über was denkst du nach? Zeigst du mir deine neue Unterarm-Tätowierung, Penner? Hi! Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich! Ach, ist doch scheiße! Okay, zum Glück haben wir gesaved. Ja, ich weiß, Game over, Game over, Game over. So, load. Letzter Spielstand. Muss ich den irgendwie versuchen wegzulocken? Aber da rennt er mir auch hinterher. Der ist irgendwie immer schneller als ich, habe ich den Eindruck. Wir haben ja auch keine Waffen in diesem Spiel. Hallo. Okay. Ich glaube nicht, dass ich die Türen schließen kann. Sonst hätte ich den rausgelockt und dann rein und die Türen zu. Aber die kann ich nicht schließen. Schade. Oh, 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 oh. Diesmal, 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 diesmal. Ha, bist du blöd? Ja, bist du. Dankeschön. Antwort schon, the Artefakt. Das Artefakt wurde zerstört. Es sind keine Chancen für mich, diesen Ort je zu verlassen. Ich bin dazu gezwungen, in dieser Hölle zu bleiben. Bitte? Was für ein dummer Schluss.
Das heißt, das Spiel endet auf jeden Fall schlecht, obwohl man alles richtig gemacht hat. Dann sagt er einfach, ja, der Spiegel war kaputt. Ich bin jetzt gezwungen, für immer in dieser Hölle zu bleiben. Okay. Das war's, ne? Fertig? Game completed, ne? Immerhin. Das war ein interessantes Spiel. Es war so mittelmäßig. Also der Schluss war scheiße. Das heißt, man kann es gar nicht verhindern hier, dass man hier drin bleibt. Das ganze Spiel stellt einem die Aufgabe, hier rauszukommen, aber es gibt gar keine Möglichkeit. Und wenn es auf jeden Fall so ist, dass wir hier bleiben müssen, ist es ein bisschen dumm. Man hätte so einen Timer einbauen können, dass man es in so einer Zeit machen könnte. Und wenn die abgelaufen ist, dann ist das Artefakt zerstört, aber... Naja, da ist Verbesserungsbedarf. Vor allem, das Spiel kostet schließlich 2 Euro. Aber es hatte auch, ja, optisch und atmosphärisch fand ich es gar nicht so schlecht. War auf jeden Fall interessant, mal gespielt zu haben. Ja, Freunde, das war The Lost Souls. Danke fürs Zuschauen und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüssi!